Hey liebe Blubberfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Lesungsgeblubber im Büchercafé. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Vor anderthalb Wochen hatten wir den Autor Lars Simon zu unserer neuen Wohnzimmerlesung zu Gast. Und in einem Interview habe ich ihm dann eure Fragen gestellt. Die Fragen, die ihr vorher einreichen konntet. Die Antworten auf eure Fragen, die seht ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis spätestens Sonntag im neuen Wochengeblubber. Ciao! Wie kommt man auf solche außergewöhnlichen Titel? Sind sie vielleicht sogar beim Fluchen darüber entstanden, dass du gar keinen Titel gefunden hast? Wenn eine plausible Erklärung war, aber nicht so. Also das beruht eigentlich darauf, also erstmal brauchen wir, glaube ich, wirklich selber auch nicht mehr Altersen im Schrank, man kommt irgendwie auch zusammen. Das ist eine Voraussetzung. Das andere war, das war der erste Titel, Elscheiße, war eigentlich ein schwedischer Titel. Und der hieß eigentlich Elquit, also was auf Schwedisch so im weitesten Sinne Elscheiße heißt. Und den fanden aber alle, weil es sich natürlich völlig anders ausspricht, als geschrieben wird, fand dann der Verlag nicht so toll. Dann haben sie gesagt, machen wir es deutsch, Elscheiße. Und jetzt habe ich erst gesagt, naja gut, ist jetzt nicht besonders, weil ich es eigentlich ein bisschen sehr platt fand, aber ich habe mich daran gewöhnt an Elscheiße und fand es jetzt gar nicht mehr so übel. Und daraus ergab sich dann so die Tierkot-Trilogie. Also das war letztendlich dann der Punkt. Das heißt, es war so ein Gemisch aus deinem Vorschlag und aus dem Vorschlag vom Verlag. Genau. Also es war letztendlich Arbeitstitel, hieß damals Elquit und dann konnte keiner aussprechen. Deswegen haben sie gesagt, nimm so Elscheiße, das kennt jeder. Gab es denn schon lustige Begebenheiten rund um die Buchtitel? Ich brauche die Frage präziser. Also es gibt ganz viele lustige Begebenheiten, aber jetzt wegen Verwechslung oder also sagen wir mal so, es gibt natürlich mal den Dialog zwischen Lektorat und mir und dann, wenn man dann sagt, ich schicke dir morgen die Elscheiße, das ist immer ganz witzig, haben wir auch selber schon sehr herzlich gedacht, wann kommt denn die Keimann-Kacke vom Außenlektorat zurück? Keine Ahnung, stelle ich mir so vor, es riecht auch blöd bei der im Raum dann. Aber nee, also das sind so die einzigen wirklich lustigen Sachen. Und natürlich manche Leute, die dann auch tatsächlich die Nase rumpeln, also jetzt wirklich riechen, weil sie mit den Titeln gar nichts anfangen können. Also die dann von vornherein das ablehnen und sagen, oh, das ist mir müde, das mag ich nicht so. Darfst du denn auch bei der Covergestaltung ein Wörtchen mitreden, möchte Laura wissen? Darf ich, mache ich auch, aber ich halte mich sehr, sehr zurück, weil meine Erfahrung ist, dass da Leute sitzen, die echt Ahnung davon haben und ich nicht. Und es gab bei der Keimerkacke gab es einmal einen Coverentwurf, der mir deswegen nicht gefallen hat, weil das Krokodil völlig anders aussah als der Elch, weil es gibt immer so eine Bildsprache. Du hast das kennen wir ja von Icons, vom Rechner, die sehen alle irgendwie ähnlich aus, man merkt, es hat einer designt. Und das hat mir nicht so gefallen, aber das habe ich dann so angeregt, aber ich halte mich prinzipiell wirklich daraus, weil ich hatte auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man sich zu sehr da reinhängt, dann kann es auch nach hinten losgehen. Also da sind Leute, die würden gerne ihr Buch so oft verkaufen wie möglich und ich glaube denen das und dann lasse ich die machen. Aber ich kann natürlich intervenieren, wenn ich was ganz furchtbar finde. Okay. Kann ich schon. Jetzt Fragen zum Schreiben im Allgemeinen. An welchem Ort fallen dir deine Buchtitel ein? Wo schreibst du? Den Titel, das muss die Leute extrem faszinieren. Das kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Also ich glaube, am Schreibtisch fallen sie mir sicher die Titel nicht ein. Also die fallen mir dann irgendwie abends ein, wenn ich sitze und ein Glas Wein oder wenn ich im Auto fahre oder was weiß ich. Also dann schon eher. Das ist dann irgendwie, ach, das wäre doch toll. So, okay. Das, ja, aber am Schreibtisch nicht. Und wo schreibst du am liebsten? Am Schreibtisch. Direkt am Schreibtisch. Ja. Also selbst wenn ich ein Haus mit See hätte, würde ich da nicht gerne schreiben, weil ich mag das nicht. Also ich sitze wirklich ganz spießig an meinem Schreibtisch. Der ist von meinem Opa, der ist ganz alt und da sitze ich dran und der ist schon so abgewetzt vorne. Da stelle ich mir vor, mein Opa hat mit seinen Armen, weiß ich, 30, 40 Jahren irgendwie den Lack abgehobelt, der ist halt so und da schreibe ich. Ja. Und wann schreibst du, zu welcher Tageszeit? Das möchte die Sigrid wissen. Ausschließlich nachts. Nein, nicht. Man muss immer so Klischees bestärken. Nee, ist tatsächlich so, ich schreibe wirklich also in der Kernarbeitszeit, die ist von 8 bis 18 Uhr, sag ich mal im weitesten Sinne. Und da gibt es Tage, da funktioniert es nicht so prächtig, weil du einfach wirklich nicht super kreativ bist, kann man nicht erzwingen. Aber in der Regel schreibe ich netto mit Sicherheit 4, 4,5 Stunden am Tag und die schreibe ich irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr. Okay. Und wie lange schreibst du jetzt insgesamt an einem Buch? Möchte nochmal die Frage wissen? Jede neue Frage. Next, please. Wie lange schreibe ich an einem Buch? Das kann man schwer sagen. Es kommt sicherlich, also ein historischer Roman, den ich früher geschrieben habe, da schreibst du einfach länger dran. Ich habe jetzt auch noch ein anderes Projekt gehabt mit einer Kollegin von mir und das Pseudonym und ist auch ein historischer Roman. Und da haben wir wesentlich länger dran geschrieben, weil die Recherche definitiv aufwendiger ist. Also es ist nicht so, dass ich mich mit den Sachen, die ich auch als Lars Simon schreibe, dass ich mich damit nicht beschäftige. Also da kann man gerne nachvollziehen, dass die Straßen wirklich so sind, dass die Busse auch so abfahren. Ausgenommen die Fehler, die man immer macht, aber das mache ich schon, nehme ich auch schon sehr ernst.
Aber die Recherche an und für sich in einem Comedy-Roman ist natürlich unvergleichlich weniger Aufwand als beim historischen Roman. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage, ich denke mal, in dem Genre Comedy, wenn es hart auf hart läuft, haue ich so ein Ding in 3 Monaten durch. Aber dann ist es nicht toll. Also ich sage mal, ein halbes Jahr brauchst du einfach insgesamt. Das ist so. Beziehst du Freunde und Familienmitglieder in deine neue Ideen und Recherche mit ein? Fragst du sie auch nach neuen Ideen eventuell? Nee, das mache ich nicht. Also ich setze meine Texte immer der Kritik aus. Wohlgemerkt auch von Leuten, also muss immer abziehen, umso näher die Leute stehen, entweder wird die Kritik umso fieser oder sie wird umso netter. Das kann, du musst immer gucken, wen du das fragst. Ne? Aber ich beziehe Leute schon mit ein. Aber nicht jetzt bei der kompletten Ideenfindung, aber zum Beispiel bei der Lösung durchaus. Ich habe auch Kollegen, mit denen zusammen, meine Kolleginnen. Wir schicken uns gegenseitig Texte und hacken auf denen rum. Und mittlerweile sind wir nicht mehr so eitel, dass man dann verletzt ist. Also die kann auch zu mir sagen, der Text ist scheiße und es ist in Ordnung. Weil früher, am Anfang nimmt man das sehr persönlich, aber das ist einfach professionelles Arbeiten. Und die beziehe ich sehr wohl mit ein. Und da frage ich auch manchmal, steckst du irgendwann drin in einem Plot und dann gibt es keine Lösung. Und dann stehst du auf dem Schlauch. Das ist mir auch schon passiert. Und dann fragst du jemanden, der sagt, mach's doch so. Ach ja, gute Idee. Also das schon. Die Emma möchte gern wissen, wie du zu deinem ersten Buch gekommen bist oder in dem Fall jetzt zu Elch Scheiße in deiner Lars-Simon-Reihe. Wie bist du zu deinem Verlag oder zu deinem Agenten gekommen? Also ich habe ja relativ lange historische Romane geschrieben und nicht relativ erfolgreich. Also das war, es hat mir Spaß gemacht und es ist auch stetig nach oben gegangen, was jetzt die Größe des Verlages anging. Und mir war es halt wichtig am Anfang, dass ich keinen Pseudo-Verlag habe, das heißt also Verlage, wo man Geld für zahlen muss, dass man veröffentlicht wird. Da war ich echt zu alt, das wollte ich nicht. Und ich habe am Anfang einen ganz kleinen Regionalverlag gefunden und dann einen großen Regionalverlag. Und irgendwann war es eben dann bei Aufbau, als wir da mit der Heike Koschig zusammen, als ich den einen rausgegeben habe. Und zu dem Buch bin ich gekommen, weil ich irgendwann gesagt habe, ich muss einen Genrewechsel machen. Weil mein Traum war immer, ich wollte wirklich Schriftsteller werden, ich wollte davon leben können. Wo alle schon gesagt haben, pff, na klar, ja, ja. Also weil wirklich so wenig, weil es so wenig Leuten gelingt. Das ist halt auch, hat auch was mit Glück und Ausdauer zu tun. Und letztendlich kam es so, dass ich das Manuskript fertig hatte, weil alle, also die wirklich mir wichtig sind in ihrem Urteil, gesagt haben, schreib doch irgendwas mit Comedy. Habe ich mir gesagt, nee, ich finde das Tor schon mal, also ich will das weiterschreiben. Nee, machen wir es mit Comedy. Okay, mach ich was mit Comedy. Und das war dann anscheinend so lustig, dass ich das Große losgezogen habe, dass 8 Agenturen das Buch haben wollten. Also das normalerweise geht es nicht. Ja, also ich habe irgendwie 12 angeschrieben, 8 haben gesagt, finden wir toll. Und von Schlück, der Herr Jessen, der hat abends angerufen und da bin ich schon mit weichen Knien, weil ich wusste, wenn der ruft nicht an zu sagen, hallo, ich wollte nur sagen, das Buch ist voll der Scheißdreck. Ja? Und sie können irgendwie schreiben, tschüss, Jessen. Das macht er nicht und da wusste ich schon, der ist interessiert und das war natürlich extrem aufregend. Und dann gab es da, weil er hat dann natürlich mit ihm einen Vertrag gemacht, vertritt mich seitdem als Agent. Und er hat dann das auch an 10 Verlage geschickt und es gab tatsächlich wieder 6 Verlage, die es haben wollten. Also das heißt, es gab auch eine Bieterei. Und das war natürlich, ich weiß, wie selten es ist und ich habe auch die Demut zu sagen, ich weiß, viele Leute hätten es verdient, ich habe das Glück gehabt, dass es passiert ist, aber ich habe auch 6 Jahre lang dafür was gemacht. Also von daher denke ich mal, ich gönne mir das selber zu sagen, das ist okay. Aber es war eine sehr packende Zeit, weil es wirklich von 0 auf 100 ging. Also auf einmal warst du dann irgendwie im Geschäft und ein halbes Jahr später haben sie dir ein Buch abgekauft. Ich habe einen Vorschuss bekommen, das kann ich vorher nicht. Also doch, mein höchster Vorschuss war 1200 Euro, das weiß ich noch. Bis dahin. Und vorher keinen. Und 3 Freiexemplare oder so. Ja, also, aber es ist halt so gekommen. So kam es. Die Rebecca möchte gerne wissen, was kommt beim Schreiben zuerst? So, ihr Lieben, das war natürlich noch längst nicht alles. Es gibt noch einen zweiten Teil dieses Interviews. Das findet ihr nächste Woche hier bei Ankers Geblubber. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut und hoffe, dass euch der erste Teil des Interviews mit Lars-Simon gefallen hat. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.